Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Joho, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Es ist früher Morgen, es ist früher Morgen, 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 Morgen. Der Morgenreport, höchst interessant, Wort für Wort. Man erfährt hier vor Ort, was sich tut da und dort. Durch den Morgenreport. Ja, meine lieben Freunde, es geht endlich weiter mit Minecraft. Endlich, endlich, endlich. Alle Kabel da, das Mischpult da. Ich habe jetzt sogar ein Tischstativ. Das ist auch toll. Wenn ich mich schon entschieden habe, nachdem mein Inbuilt-Mikrofon kaputt gegangen ist, die ganze Podcast-Ausrüstung zu benutzen, dann auch richtig. Und ich wollte natürlich auch nicht aufnehmen, solange ich nicht alles beisammen hatte. Nicht alle Murmeln in der Birne. Man versteht sich. Ich renne hier mal auf und ab, weil ich gucke. Hey, im Morgenreport kommen aber keine Ziegen vor. Affen werfen affig und Giraffen tun sich groß. Und die Elefanten bilden Runden pausenlos. Mich luden Krokodile ein, hier Mittagsmahl zu sein, um mich dann zu beweinen. Doch ich sagte danke nein. Denn was ein schräger Vogel ist, das weiß der Geier auch. Da flieht sich sein noch niemals blöd, sonst landet er im Bauch. Haha, das ist der Morgenreport. Höchst interessant, Wort für Wort. Man erfährt hier vor Ort, was sich tut da und dort. Ich bin doch hoffentlich noch nicht auf Peaceful, oder doch? Nein, ich bin bestimmt nicht auf Peaceful. Ich könnte mich ja irgendwo runterstürzen und das ausprobieren. Hey, ich gehe an die Stelle, wo man die Zombies gehört hat. Moment. Oh, ein Kaktus. Oh, nein. Oh. Ich bin nicht auf Peaceful, okay. Oh, nein, ein Kaktus. Er hat Schaden gemacht. Apropos dort, wo man die Zombies gehört hat. Was war denn hier? Ich höre nichts, hört ihr was? Ich höre nur den Wind. Den Wind, den Wind, das himmlische Kind. Ich habe den Grasmod installiert und diese Atmosphärenmod. Der ist auch total cool und ich habe keine Musik im Hintergrund. Einfach so, weil ich keine Lust hatte auf Songbird. Lalalala, hallo Kuh. Hüpf, 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 hüpf. Wir sind auf Beta 1.7. Pipapo. Naja, auf jeden Fall auf der neuesten Version. Und das ist total toll und ich freue mich auch super. Und die Texturen sind auch geupdatet, nur noch nicht im Forum erhältlich. Nein, denn die Texturen werden mit einem ganz besonderen Update erst wesentlich später der Öffentlichkeit preisgegeben. Eigentlich bin ich damit schon lange fertig, aber wir wollten ja noch ein kleines bisschen was Specialiges dazu machen. Es soll ein Tutorialvideo geben und hallo. Bla bla bla, Mr. Creeper. Bla bla bla, Mr. Creeper. Hallo, 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 der Creeper hier. Na du? Hallo du? Ja du? Bist du ein süßes Schweinchen? Bist du ein süßes... Hui! Ich erkunde mal meinen Berg. Da ist mein Haus. Das ist schön. So, die Höhlen... Es war aber knapp. So, die Höhlen. So, hier, ich stelle die Szene nochmal an. So, die Höhlen sind es. Ich habe mir wehgetan. Ich bin effektiv nicht auf Peaceful. Wie komme ich denn jetzt da am schlauesten runter? Boah, ich habe aber satt im Wasser drin gesessen. Ich komme hier nie wieder raus. Moment. Ich habe einen Plan. Nun, hat ja sogar funktioniert. Hey, da ist es so dunkel. Da ist es so dunkel. Geht's da irgendwo hin? Nein. Na, dann mache ich da einfach meine Fackel hin. Auch eine schöne Wohnung. So im Berg? Nicht noch was Neues bauen. Nicht noch was Neues bauen? Außerdem möchte ich hier nur Dinge bauen, die ich nicht schon gebaut habe. Ja, es wird jetzt Zeit für ein Let's Show. Ich weiß doch. Ich weiß doch, dass ihr das sehen wollt. Oh. Oh. Oh, die habe ich da mal selber reingegraben, ne, die Höhle, und nie zugemacht. Sehr schlau von mir. Aber das sind wir ja gewöhnt. Die Intelligenz meines Gehirns kann nicht übertroffen werden. Außer von meinen Füßen. Schön grün. Also ich muss sagen, das mit den Grastexturen habe ich jetzt richtig gut gemacht. Flauchig und bauchig. Ich wollte mich einfach nur mal umsehen, um mir die ganzen verschiedenen Blumen anzugucken. Drei verschiedene Blumen, Oh, ich muss doch was ganz Dringendes machen. Schnell! Ich kann es nicht abwarten, ich muss sofort. Zerstören!
Warum habe ich das nicht aufgesammelt? Ich bin doch da durchgelaufen. Ich habe es doch genau gesehen. Nein, ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht wahnsinnig. Noch eine andere Blume. Hallo, Blume. Lian. Cool. Das passt so gut zum Baumhaus. Ich kann es kaum glauben. Notch, was hast du dir nur dabei gedacht, den Grasmott nicht auf diese Art und Weise zu Dingsbums. Du blöder Hund. Guck mal, so muss das aussehen. So macht man so... Oh, ist das schön. Deku. Deku. Deku-Baum. Der war schlecht. Ich geb's zu, der war schlecht. Ja, ja, ja. Oh, jetzt hab ich nichts mehr. Ich hab nichts mehr. Ich war doch gerade so schön dabei. Gib mir Bambus. Ich meinte natürlich Zuckerrohr. Gib mir... Hallo, ich hab das doch geschlagen. Dankeschön. Gib mir Zuckerrohr, ganz viel Zucker. Gib mir Zucker. Oh, da hab ich's kaputt gemacht und ertrinke. Dann, warum wissen hier eigentlich überhaupt nichts? Hatte ich das hier noch nicht gepflanzt, oder? Ja, egal. Fuck, ich meinte natürlich... Mist. Piepmetze? Wo? Achso. Nein, Mo-Creatures habe ich nicht installiert. Das war mir zu viel. Das ist mir einfach zu viel Viechzeug. Also ganz ehrlich, ich könnte sie mir zwar auch alle ausschalten, die ich nicht mag, aber ganz ehrlich, ich hätte dann außer den Häschen und den Füchsen wahrscheinlich und den Piepmetzen nichts drin und das leckt dann schon so sehr beim Aufnehmen. Ansonsten kriege ich da auch meine 60, 100 oder 3000 Milliarden Frames. Je nachdem. Ah, Schafe. Wir müssen Schafe scheren. Kinder, wir können jetzt endlich Schafe scheren. Ja, wir müssen ihnen nicht mehr die Wolle vom Körper reißen, bis wir diese blutigen Fetzen... Ich will da die... Komm, ich kann die Hunde rein. Und wir können... Oh mein Gott, wir können ja die Blätter von den Bäumen abzwicken. Wir können so viele tolle neue Sachen machen. Ich will all die tollen neuen Sachen machen. Ich will da oben vor allen Dingen die Lianen dran haben. Komm schon, Alter. Ist doch noch nicht so spät. Es gibt noch ein paar Lianen pflanzen. Komm schon, Alter. Ist doch... Ja, so wird ein Schuh draus. Oh, das gefällt mir. Ja, meine Lianen sind nicht sonderlich hübsch. Das wird noch. Jetzt machen wir uns erstmal aus dem letzten bisschen Eisen, was wir haben. Ich vermute, wir haben nicht mehr so viel. Gerade eben gibt der Popschutz den Geist auf. Warum segelst du vom Mikro runter? Das ist nicht nett von dir. Ja, wir haben auch nicht zu viel Kram dabei. Das ist völlig okay so. Ah, oh, und hier habt ihr schon die neuen Pumpkins gesagt. Die konntet ihr ja noch gar nicht sehen. Aber die lasse ich mal weg. Und ja, Pumpkins ziehen wirklich Creeper an. Das tun sie wirklich. Ja. Oh, ein braunes Schaf. Die tun wirklich Creeper anziehen. Nein, falsch. Falsch. So ist schön. Ja, die ziehen Creeper an. Gucken, ob das klappt. Und Zombies angeblich auch. Also ich bin's mit. Hallo, runter. Achso, da bräuchte ich, kenne ich ja gar nicht hier. Schere. Und hier gleich mal wegsortieren. Das weg. Und jetzt hört man übrigens das Geklicken meiner Maus wieder sehr gut, aber hey. Ein Kondensatormikrofon ist immer noch besser als ein Großmembranmikrofon. Also, dahin. Ja, ich habe dann mein altes Mikrofon eingetauscht gegen ein besseres. Was haben wir hier? Letters. Let us go. Ha! Gott, ich glaube, den hat auch schon jeder gebracht. Hä? Geht die Sonne unter? Ach so, deswegen dieses Grillengezirper. Ich wollte doch noch Schafe scheren. Kann ich euch scheren? Nee. Krieg nur Hundehaare. Super. Hat's jetzt vollgebracht. Naja. Oh, sieht das schöner draußen aus. Oh, sieht das schöner draußen aus. Das sieht so schön aus. Der Mond ist aufgegangen. Die goldenen Sternlein prangen. Ich bin so müde von. Ja, gut.
Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Das ist der Morgenreport. Ist interessant, Wort für Wort. Man erfährt hier vor Ort, was sich tut da und dort. Durch den Morgenreport. Büffeljunge büffeln über dem Büffelgras am Teich. Warzenschweingebläse macht selbst Käse schreckensbleich. Flamingos tragen... Oh, ich dachte schon, es wäre ein Creeper. Flamingos tragen Pinklos und Tütüs wie aus Chiffon. Für den Rest ist Safrangelb die Farbe der Saison. Vorsicht, wenn ein Büffelkäfer mit den Augen winkt. Denn die Allerschönsten sind fast immer da, wo es stickt. Das ist der Morgenreport. So, Schaf, was macht man jetzt genau, um mich zu scheren? Linke oder rechte Maustaste? Pam. Oh, viel Wolle. Sehr spendabel und sehr sexy. Wobei ich ja schwarze Spitzenunterwäsche fände ich ja eigentlich... Also ich, aber das wollte ich dann doch nicht. Hallo. Hallo. Oh, sehr spendabel, sehr spendabel. Moment, wenn man die vorher einfärbt und... Oh, Blümchen. Oh, dringend Blümchen. Blümchen. Ich meinte, keine komischen Grunzgeräusche machen. Ich wollte Blümchen. Was sind das überhaupt für welche? Gelbe Blümchen? Ja, anscheinend. Tatsächlich. Was ist das? Dandelion Gel. Dandelion. Oh, ein Hühnchen. Kann man das auch färben? Ich möchte Hühnchen färben. Nein, das geht nicht. Schade. Kann man Hühnchen scheren? Kriegt man dann Federn? Nein, das geht nicht. Oder doch, Moment, ich probiere es aus. Komm, bleib mal stehen. Geht das? Ja, komm, ich will dich scheren. Komm. Ach, tatsächlich. Schafe, ich will mehr Schafe. Schafe, Schafe, du sind Schafe, Schafe. I'm a quest for the Chiefs. Where are the Chiefs? I want the Chiefs. Chiefs, Chiefs, I have colors for you. Come on, Chiefs, don't leave me alone here. I want more Chiefs. Colorful, colorful Chiefs for colorful. Irgendwelche random Noten zusammengeklatscht ergeben ein Lied nicht. Chiefs! Chiefs! Hello? Chiefs! What the fuck is going on with the fog? Das ist übrigens das Interface, wenn man OptiMine bzw. OptiFog installiert hat. Und das ist mir hier nicht weit genug. Dann gehe ich mal auf, bin ich mal so waghalsig wie auf Fahr. Mal gucken, was ich da für eine Framerate kriege. Oh, das ist wenig. Dann doch nicht. Dann doch auf normal. Chips! Bäh. Oh, come on, Chips. Don't leave me alone. I'm not responsible. Hey, hello, Chips. 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 Fluffies. Where are the Fluffies? Kann ich dich scheren? Nee, das geht nicht. Schade, ich dachte, ich könnte dir das Leder vom Körper pellen. Das blutige Leder. Das Schaf, das ich schon geschoren habe. Das ist aber enttäuschend. Aber ich liebe die neue Grastextur. Sieht die nicht toll? Sieht toll geworden, oder? Ich lasse auch keine andere Antwort zu. Also wenn jetzt unten drunter jemand schon einen Kommentar geschrieben hat mit voll scheiße, Mann. Der wird instant geblockt. Ich lasse keine andere Meinung mehr zu. Nein, nicht mal vom Chef lasse ich eine andere Meinung zu. Wenn der sagt, das Gras gefällt ihm nicht, dann kann er mich mal. Ich mag das Gras. Ich will auch keine Alternative schaffen. Es war schwierig genug, das Gras zu schaffen. Hallo Bäume, ihr seht übrigens kackt aus. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Das sieht nicht so gut aus mit den Blättern irgendwie. Chips! Chips! Oh, don't leave me alone! Chips! Chips! I want the chip! A cheap cheap! Ah! Wo? Ah! What the fuck is that? And how could that happen? There must be a zombie. Ah! Oh, leave me alone. Sheeps! Oh, come on, sheeps! Hello!
can't find a cheek. I'm so alone with myself. It's time to go. I must go. So, jetzt ist die Folge auch rum. Und wir haben kein Schaf färben können. Naja, egal. Ich wollte doch nur ein Schaf färben. Ist das denn so viel verlangt? Irgendwie spawnen nie Viecher, wenn man sie gebrauchen kann. Und wenn man dann keine Viecher gebrauchen kann, dann so instant 30.000 Schafe auf einmal. Hallo, ich bin ein Schaf und ich spawn in deinem Gesicht. Der Tag geht rum, nur weil ich ein scheiß Schaf so. Ach, du blödes Hühnchen, du musst jetzt dran glauben. Bleib mal stehen, du Putzau. Geh mal, stirb. Es stirbt doch. Gib mir deine Federn, ich will Federn. Hab dich mal Federn hinterlassen. Das ist nicht mein Tag. Wahlloses Töten von Hühnchen. Stirb! Ich hasse dich. Spawnt jetzt vielleicht mal ein Schaf. Oh, come on. There's empty space for sheep. Come on. Wo ist die Sonne da oben? Dann habe ich ja vielleicht noch. Ich will doch in dieser Folge noch reinkommen. Ich mache mal Überlänge, weil wir haben ja so lange keinen Minecraft mehr gehabt. Ja, ich konnte nicht aufnehmen. Es hat auch nichts daran genützt, dass ihr die ganze Zeit lang irgendwann kommt mein neuer Minecraft hat. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, es kam wenig PNs und wenig Nachrichten mit, ey, lad mal Minecraft hoch. Ich bin ganz ehrlich sehr stolz auf euch. Ihr habt sehr lange durchgehalten, ihr wart sehr geduldig, ihr habt zum größten Teil die Bulletins gelesen. Das war wirklich sehr, sehr wenig, Leute. Ich hätte viel mehr erwartet. Da kenne ich von ganz anderen Let's Playern ganz andere Geschichten. Gut, liegt vielleicht daran, dass das nicht Minecraft ist, sondern der Überlebenssimulator. Ja, den Witz, den verstehen irgendwie immer noch nicht alle. Du spielst ja nur Minecraft, weil du dadurch Fame wirst. Nein, Fame werde ich, weil ich mit dem richtigen Let's Playern befreundet bin. Nein, ich, keine Ahnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich mit Minecraft angefangen habe, hatte ich ja keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Ich dachte, ja, das ist so ein Spiel, das ist lustig, das lässt sich gut Let's Playen. Vor allen Dingen war es etwas, was auf meinem Computer ziemlich gut lief. War. Die Betonung ist auf war. Und ja, da dachte ich, oh, da habe ich was übersehen. Da dachte ich, ja, da habe ich was übersehen. Und da dachte ich an Pilze und überhaupt ein Festblatt und ein Schweinchen. Kann ich Schweinchen, nee, das hatte ich, glaube ich, schon ausprobiert, richtig? Ja. Naja, jedenfalls hatte ich keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Ihr bräuchte also nichts darauf ein, weil du Minecraft spielst, bitte fällt. Cheep! Here, I have some colors for you. Come on, Cheep. Oh, come on, Schäfchen. Oh, come on here. Oh, you're be so süß. Come on here. Come on here. Angepisst. sieht aber nicht gesund aus. Wait. Lop. Wie viele habe ich bekommen? 3 auf jeden Fall. Dir wächst jetzt nicht zufällig nochmal instant Wolle? Nee? 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 Was geht denn da ab? Habe ich da eine Kuh auf dem Baum gesehen? Nee. Egal. Ja, ja, Tiere, die auf Bäumen spawnen. Man erinnere sich an das Schwein und das Schaf neulich. Die nicht springen wollten. Bin ich auch immer noch ein klein wenig ärgerlich mit dem. Naja, möchte mal nicht darüber aufreden. Ja, schön, dann habe ich meine Tagesaufgabe erfüllt. Ich habe ein Schaf geschoren und eins gefärbt und habe versucht, Schweine zu scheren, hat aber nicht funktioniert. Und dann wollte ich Bäume kaputt machen. Blätter. Ich habe Blätter bekommen. Und jetzt baue ich mir eine Hecke. Und diese Hecke wird unglaublich hoch. Und kein Creeper kann sich dieser Hecke entgegenstellen. Und die wird mein Haus total sicher machen. Sicherer als Obsidian. Ach nee. So. Oh, fuck. Ach, verdammte Axt. Bin ich auch zu dumm. Was gehört? Das poltert denn hier die ganze Zeit so? Sind wir hier Poltergeister? Kann ich schon? Ich mag keine Poltergeister. Poltert doch die ganze Zeit was? Hör sofort auf damit! Ich geh mal rein. Übrigens, neue Eisentür, ne? Schick, oder? Also, die ist jetzt aber perfekt. Und wenn jetzt wahrscheinlich wieder jemand anderes was sagt, dann heul ich. Ich mag die Tür. Hallo, Zombie. Du erinnerst mich an... Nein, ich sag's nicht. So, neue Ofentextur. Na gut, die kennt ihr wahrscheinlich alle auch schon. Weil sie sagen, ist ja ein alter Hut, habe ich schon bei diesem anderen Let's Player gesehen, der zufällig auch Minecraft spielt. Hör auf, mich nachzumachen. Und,
dieses Bild passt da überhaupt nicht hin. Und wir haben auch übrigens noch neue Vorhänge. Mal gucken, wie lange ich brauche, bis die kommen. Nein. 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 Die Bilder da drin sind übrigens auch nur just for the lulz. Nein. Ah, das ist Zombie. Hallo Zombie, ich würde dich ja gerne im Haus behalten, aber du kommst mich ja eh bald besuchen. Ah, oh, meine Wohnung. Nein, das wollte ich aber eigentlich auch nicht. Nein, das sind zwar Vorhänge, aber die falschen. Nein. Bald passt dieses Grillenzirpen sehr gut dazu. Ich freue mich, weil ich das so langsam mache. Sonst bin ich jetzt ja viel schneller. Nein. 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 Ah, nein. 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 Ah, nein. 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 Es kann doch nicht so schwer sein. Ich werde nicht verrückt. Ich verliere nicht den Verstand. Warum? Ich will die anderen Vorhänge zeigen. Kommt schon. Ach, komm schon. Oh, please. 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 Oh, ich hatte einen Albtraum. Ich habe geträumt, dass ich 5 Minuten gebraucht habe, bis ich dieses verdammte dämliche Bild gekriegt habe. Wie sehen die aus? Gefallen die euch? Weil einige haben sich gestört, dass die hier so linear aussehen. Die kommen wahrscheinlich ganz raus, weil man sich ja diese Vorhänge mit diesen anderen Dingern, die Einzelteilen, craften kann. Und dann dachte ich, dass ich dann vielleicht die rein... Na, das ist ja alles Alternativen oder Albild. Also bevor wir jetzt so ein Customizer-Pack raushauen... Oh, da hinten leuchtet eine Spinne im Dunkeln. Und da hinten leuchtet eine Fackel im Dunkeln. Ich habe immer Angst, es brennt irgendwo, wenn es leuchtet oder so. Ich glaube, wir machen die Nacht mal durch. Warum leuchtet es denn da hinten? Ach, die Wüste. Ich glaube, wir machen die Nacht mal durch. Wir können ja auch, man muss nicht immer schlafen gehen. Ja, also ich wollte nur, ehe wir so Customizer raushauen und all so einen ganzen Kram, gibt es erstmal die normalen Texturenpacks und das gronkige Texturenpack, sage ich jetzt einfach mal dazu, zum Downloaden. Und das dauert aber noch ein bisschen. Soll ja auch perfekt sein. Es kommt mit Videos zusammen, mit Tutorials und so. Das wird für euch total informativ. Und ich laufe hin und her und hau mir jedes Mal den Kopf an der Wand. Ja, das kann man aber nachts im Dunkeln machen. Bücher lesen. So, nee, habe ich schon gelesen. Ne? Habe ich auch schon gelesen. Ne? Ja, die DuckTales 1 bis 7 kenne ich auswendig. Harry Potter habe ich noch nicht gelesen. Doch, natürlich habe ich Harry Potter schon gelesen, aber ich meine jetzt den Minecraft-Potter noch nicht. Kennt ihr etwa den Minecraft-Potter nicht? Na, schämt euch. Checko, oh, diese süßen kleinen Pumpkins, Hat sich eigentlich sonst noch irgendwas an den Texturen verändert? Nö. Nö, eigentlich nicht. Nö, 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 nö. Eigentlich sonst nix. Mehr so, nee so. Eher so, mal so, nee so. Dann schauen wir den Sternchen zu, denn bevor ich jetzt den Part beende... Oh, da unten läuft ein Zombie. Bevor ich jetzt den Part beende, werde ich wahrscheinlich, keine Ahnung, kann euch ein gutes Nachtlied singen. Goldenes Licht schickt der Mond zu dir. Weine nicht, sei still und brav. Wir sind bei dir. Passen auf dich auf, mach die Augen zu und schlaf.